Ein Video in schlechter Qualität, mit schlechten Lichtverhältnissen, später am Abend gedreht, mit schlecht gemachten Haaren. Also alles wie immer. Im heutigen Thementalk geht es um den derzeit sehr im Trend liegenden Prol-TV. Nein, es geht nicht um RTL Now, es geht um YouNow. Ich habe in der letzten Zeit mal ein bisschen auf YouNow rumgesurft und habe mir so ein bisschen die Leute angeguckt, die da viele Zuschauer haben und habe dann doch festgestellt, wow, was ein Müll. Für die Leute, die das Prinzip von YouNow nicht kennen, da kann sich jeder Hans und Franz vor die Kamera setzen, der streamt dann live und du kannst ihm bei jedem Mist zugucken, was er gerade tut so in seinem Alltag. Also eigentlich bei jedem Scheiß kannst du dem zugucken. Und du kannst dich natürlich auch als jeder Hans und Franz kostenfrei anmelden und denjenigen zuschauen. Und meine Vermutung wurde bestätigt, was die meisten vor der Kamera machen, ist nämlich nichts. Komplett nichts! Wirklich nichts! Da fragt man sich doch eigentlich, warum gucken da überhaupt welche zu? Weil ich glaube, das ist so dieses Big Brother Phänomen. Man fängt irgendwann an, sich mit gewissen Charakteren zu identifizieren und dann muss man die einfach stalken. Anders kann ich es mir auch nicht erklären. Aber wenn man sich eine Weile durchklickt, merkt man, dass die eine oder andere Person doch ein bisschen exotischer ist. Sitzt da zum Beispiel eine möchtegern Psychologin in ihrer Psychologie-Livestream-Sprechstunde, berät dann ihre Zuschauer in Bezug auf Ritzen und Borderline per Fandiagnose über die Kommentare und das Ganze, weil sie ein paar Psychologie-Fachbücher gelesen hat. Natürlich, klar, das macht Sinn. Ich habe 2 Staffeln Grey's Anatomy gesehen. Ich kann dir prima deine Milch rausnehmen. Ich habe GTA gespielt. Ich kann Auto fahren. Diese Aussagen sind genauso sinnfrei wie die von ihr, nur sie sind auch genauso gefährlich. Dann sitzt da eine 14-Jährige vor ihrer Kamera, hübsch zurechtgemacht. Ich meine, ich war mit 14 ja noch am Mandala malen und habe mir irgendwelche Kaugummi-Tattoos aufgeklebt. Die ist geschminkt, da denkt man sich doch, meine Güte, hat die mit 8 angefangen? Ich weiß es nicht. Sitzt sie vor der Kamera am Bier trinken, erzählt, dass sie gerne mal raucht und auch gerne mal einen über den Durst trinkt. Ihre Eltern kaufen ihr den Alkohol ja auch. Ey, Leute, wer war mit 14 denn schon unschuldsam, aber wer war mit 14 denn so dumm, das frei in der Öffentlichkeit zu erzählen? Ja, Entschuldigung, Jugendschutz, könnten Sie ganz kurz mal an der Tür der Eltern klingeln? Dankeschön. 12-jährige beste Freundinnen oder BFFs oder Babys oder wie man den ganzen Rotz heute auch nennen mag, ist auch scheißegal, stehen vor der Kamera, wie gesagt, mit 12 in Hotpants und schütteln ihre Hüften, also ihre kastenförmigen Kinderbecken, zu Shakira-Moves. Ja. Und dann gibt es tatsächlich auch Leute, die filmen sich beim Schlafen, im Schlafzimmer, live, während sie schlafen. Das sieht dann ungefähr so aus. Manche Arschgeigen spielen dann tatsächlich auch noch, um cool zu sein, das geniale Spiel Hot or Not. Für diejenigen, die es nicht kennen, den Leuten werden dann per Instagram direkt oder so Fotos zugeschickt von Zuschauern, die sie dann in die Kamera halten. Dann darf das ganze Publikum sagen, ob derjenige hot oder not ist. Und es ist ja so, dass jeder sich da anmelden kann. Das heißt, auch der pädophile Nachbar von nebenan. Ohne Witz, ich habe das ja schon miterlebt. Dann schreibt da irgend so ein Norbert-69, wie er auch immer hieß, schreibt dann einfach in die Kommentare, wie viel Kuscheltiere hast du zu Hause. Und dieses kleine 13-jährige Mädchen dreht sich um und zählt ihre Kuscheltiere nach. Alter, da geht bei mir der Mutterinstinkt los. Da kriege ich Milcheinschuss. Was ist da los? Ich möchte dieses Kind in den Arm nehmen und es wegschließen. Und dann gibt es ja das Prinzip, dass du den Kanal quasi abonnieren kannst. Du wirst dann quasi ein Fan und kannst dann jedes Mal sehen, wenn derjenige live ist. Das heißt, man hört dann manchmal bei den Streams so Aussagen wie, wow, wir sind schon 15.000 Fans. Und ich denke dann jedes Mal, wow, du verwechselst Fanatismus aber echt mit was anderem. Warum nennen die das Fans? Bitte, wenn das ein Fan ist, dann ist doch nach dem Prinzip jeder ein Fan, der nur ein bisschen nett zu mir ist. Das heißt, wenn der DHL mal mir ein Paket hochbringt, wow, das ist mein Fan. Ja, danke schön. Warten Sie, ich stelle das kurz hier ab. Sie brauchen noch eine Unterschrift, ne? Für wen ist das denn? Wie heißen Sie mit Vornamen? Hier, Autogrammkarten. Willst du nicht? Ja. Und nun mal Butter bei die Fische, Leute. Das war übrigens Norddeutsch. Ganz ehrlich, ich habe jetzt ein bisschen Humor mit reingeschmissen, aber es ist ein echt, echt ernstes Thema. Ihr wisst ganz genau da draußen, dass jeder, und zwar jeder einzelne Mensch, sich ganz, ganz, ganz leicht ins Internet reinloggen kann und ganz, ganz leicht auch bei YouNow Zuschauer werden kann. Der Mathelehrer kann es werden, deine Tante kann es werden und wie gesagt, der pädophile Idiot von nebenan kann es auch werden. Also bitte, bitte pass auf, was du im Internet preisgibst und sag bitte auch deinen Eltern Bescheid, wenn du minderjährig bist, weil sowas kann ernste Konsequenzen haben. Und wenn ich nochmal ein Wort zu diesem Hot-or-Not-Spiel sagen darf, in meinen Augen ist das das widerlichste und menschenverachtendste und oberflächlichste Spiel überhaupt. Man kann nicht Leute danach beurteilen, gerade so junge Leute, die noch in ihrer Selbstbildungsphase sind, manchmal vielleicht noch Probleme mit ihren Veränderungen am Körper haben, die kann man nicht beurteilen nach einem Bild und einfach Hot oder Not reinschreiben. Da kann man so viel mit anrichten. Also bitte, bitte, wenn ihr euch Livestreams anguckt und dieses Spiel kommt, schaltet ab oder sagt eure klare Meinung dazu. Ich finde, es ist einfach nur eine bodenlose Frechheit, so ein Spiel zu spielen. Tja, das waren heute mal ein paar ernstere Worte zum Schluss, aber ich muss manchmal einfach meinen Senf dazu geben und ich finde dieses Prinzip YouNow einfach sehr, sehr schlecht durchdacht und einfach schlichtweg scheiße.
Tut mir leid, ich wollte euch meine Meinung sagen. Ich wäre sehr gespannt darüber, was ihr für eine Meinung habt. Schreibt es mir mal runter in die Kommentare. Ihr wisst, wie das geht und bewertet das Video. Abonniert meinen Kanal. Hallo, ich bin echt abgedreht. Nein, mein Name ist Sanna. Ist auch egal. Meine Videos sind immer so grottendämlich. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss und immer schön abgedreht bleiben. Außerdem ist meine Softbox kaputt, sodass ich die Abdeckung abmachen muss. Und das heißt, entweder ich bin nachher blind oder die Kamera ist geschmolzen. Ich schätze beides. Aha. Tatsächlich auch noch Leute gibt, denen die Nase juckt. Scheiße. Und dann...